Hallo zusammen. Ich möchte heute mal ein bisschen über, ja, ein Prisma reden und was bedeutet eigentlich Gott und was bedeutet Polarität und Dualismus und Teilung und was ist denn die Einheit? Und wenn man hier die Sonne anschaut, vielleicht sieht man das, das ist ein ziemlich helles, weißes Licht. Jetzt kommt sie auch gerade raus. Und wenn die Sonne auf alles scheint, dann reflektieren unterschiedliche Gegenstände mit ganz unterschiedlichen Wellenlängen zurück und das nennt man dann Farbe. Und man sieht es ganz gut am Regenbogen, wenn das Sonnenlicht durch den Regen quasi aufgeteilt wird in seine Einzelteile, dann entsteht ein Regenbogen mit ganz viel verschiedenen Farben. Und dieser Regenbogen symbolisiert die Teilung und das Licht, was auf unsere Erde fällt, symbolisiert die Einheit, das Ganze. Wenn man so will, kann man auch sagen, das Göttliche. Je nachdem, wie man spirituell man ist oder wie gläubig man ist, man kann ganz viele verschiedene Worte dafür finden. Und unsere Welt ist sozusagen geteilt. Ja, wir leben hier in der Dualität Mann, Frau, Tag, Nacht, heiß, kalt. Und diese Erfahrung soll gemacht werden. Ja, das Göttliche bringt uns hier runter. Wir dürfen die Erfahrung der Dualität, der Teilung machen. Aber wir dürfen auch uns daran erinnern, dass wir Teil des Ganzen sind, Teil dieses weißen Lichts, was durch das Prisma strahlt und dann aufgeteilt wird. Und viele Menschen oder die Menschheit allgemein ist gerade in einem Stadium, wo sie das oft vergisst. Ja? Sie identifiziert sich vollkommen mit der Teilung, mit der Trennung. Und wenn diese Trennung dann aufgehoben wird oder man verliert, man kann sich nicht gegen den anderen durchsetzen. Also Rot kann sich nicht gegen Grün durchsetzen. Die Meinung vertreten, weil man vergessen hat, dass man beide, dass beide aus demselben entstanden sind, dass beides eine Einheit bildet. Dann geht es um Leben und Tod. Dann gibt es Kriege, dann gibt es Konflikte, dann gibt es Auseinandersetzungen, dann gibt es unmenschliches Verhalten. All das, was wir so als Abgründe der Gesellschaft, Abgründe der Menschheit sehen, sind eigentlich nur ein Vergessen der Einheit. Ja, wir identifizieren uns komplett mit dieser Teilung, mit dieser Farbenwelt, mit diesem Dualismus. Und warum ist denn zum Beispiel sowas wie Sexualität so anziehend für Menschen? Das liegt daran, dass man in dem Moment diese Polarität für einen kurzen Moment aufhebt oder in Richtung Ganzheit geht. Ja, wenn Mann und Frau sich vereinen, dann geht das in Richtung Ganzheit. Dann erinnert man sich an seinen Ursprung, an seine Quelle wieder zurück. Und deswegen ist das so ein spirituelles Erlebnis, so ein intensives Erlebnis, wenn zwei Pole sich vereinen wieder. Und das kann man zum Beispiel bei der Sexualität sehr, sehr gut erleben. In anderen Bereichen ist es aber schwierig. Und das ist ja auch immer nur ein kurzer Moment. Und wir leben danach wieder in dieser teilenden Gesellschaft, in der Dualität, wo jeder denkt, er müsste für sich selbst kämpfen und er würde gar nicht mit dem anderen irgendwie resonieren. Dabei ist es so, dass wir alle aus diesem weißen, hellen Licht entstanden sind. Ja, wir alle sind Teil dieses göttlichen Lichts und wir alle dürfen uns wieder daran erinnern. Und wir dürfen natürlich mit dieser Dualität auf unserer Erde spielen, mit Mann, Frau, mit heiß, kalt, mit Konflikten. Ja, dafür sind wir da, um diese Erfahrung, ja, man sagt ja, die Seele ist dafür da, um diese Erfahrung auf der Erde zu machen. Aber wir müssen immer noch unsere Verbindung wahren zum hellen, weißen Licht, zum Göttlichen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir Teil des Ganzen sind. Und wenn wir das nicht mehr vergessen, dann nehmen wir diese ganzen Spielereien des Dualismus auch nicht mehr so ernst. Dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Dann verteidigen wir unsere Position nicht mehr mit allen Mitteln, als ob unser Leben davon abhängt, sondern können wir andere Meinungen zulassen. Dann sehen wir das als Spiel, als etwas, wo die Seele eine Erfahrung auf der Erde im Materialismus machen will. Im Materiellen will die Seele sich erfahren und auch in der Berührung, in der zwischenmenschlichen Interaktion, in den Konflikten. Aber unsere Gesellschaft tendiert mehr und mehr dazu, das komplett zu vergessen, woher sie kommt und was eigentlich sie verbindet. Und das ist sehr toxisch. Das bringt uns dann in Situationen, wie wir es vielleicht die letzten 2,5 Jahre gesehen haben, oder in Situationen, wie sich manche, wo sich manches auch hinentwickelt. Andererseits
erkennen viele durch diese Erfahrung auf der Erde, wo sie immer in Leid und mehr Leid und mehr Leid und mehr Leid stecken bleiben und versinken, erkennen sie, da muss noch mehr sein, öffnen sich dann dem Gedanken, dass da noch mehr sein muss und gehen dann wieder zurück, binden sich wieder an das Göttliche, an das Licht, ja? Und erkennen die Teilung, das Prisma, was die Farben teilt und erkennen, dass es eigentlich nur ein Spiel an der Oberfläche ist. Und wenn wir das erkennen, dann können wir alles wieder viel leichter nehmen. Dann sind wir wieder liebevoller mit anderen Menschen, auch wenn sie eine andere Meinung haben. Aber wir wissen, wir sind im Endeffekt genau wie dieser Grashalm, ja, und ich, wir kommen aus derselben Quelle des Lebens. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist und was man nicht vernachlässigen sollte, ist der Punkt, nicht nur der Punkt Gesellschaft, sondern also wo steuern wir hin als Gesamtheit der Gesellschaft und was schadet uns dieses Getrenntsein oder die Illusion des Getrenntseins, ohne gleichzeitig zu erkennen, dass wir eigentlich ja gar nicht getrennt sind. Und als zweites, ganz wichtig, was bedeutet es für mich persönlich, individuell? Denn wenn wir individuell erkennen, dass wir nicht getrennt sind von den anderen Menschen, dass alle Konflikte, alle negativen Gefühle, alle Ungerechtigkeiten, die einem widerfahren, eigentlich ein Teil des weltlichen materiellen Spiels sind, dann wiegen diese Dinge nicht mehr so schwer und sind viel einfacher für uns abzuhaken oder auch zu erkennen, hey, das gehört dazu und ich bin nicht der, dem dauernd alles Schlechte widerfährt, sondern das sind die Erfahrungen, die meine Seele und ich hier machen sollen und ich soll über das Getrenntsein hinweg hinausgehen und die Einheit erkennen. Und auch, das heißt, wir selbst werden ruhiger und auch wir können auch in den anderen Menschen dann erkennen, dass diese auch getrieben sind von dieser Illusion der Dualität. Das heißt, auch andere Menschen verurteilen wir dann nicht mehr so schnell. Wir geben ihnen nicht die Schuld für alles, sondern wir erkennen auch in ihnen einen Teil von uns. Sie gehen nur einen anderen Weg. Sie haben einen anderen Seelenplan, wenn man so will. Und sie sitzen wahrscheinlich auch der Illusion auf, dass wir hier in einer rein dualen, polaren Welt leben und sowas wie alles gehört zusammen, alles ist miteinander verbunden, tun sie als esoterischen Quatsch ab. Das ist physikalisch sogar auf eine gewisse Art und Weise nachvollziehbar und ich will fast sagen nachweisbar, allein schon wegen dem Licht und den Energien und den Schwingungen. Und wie wir aus der Quantenphysik wissen, wir alle bestehen aus diesen Schwingungen, aus diesen Schwingungen, die Materie zu einer gewissen Struktur formen und zusammenhalten. Und genau, wenn wir das einfach nochmal im Kopf behalten und nochmal verinnerlichen, dass hier alles zusammengehört. Wir gehören zum Gras, das Gras gehört zu uns, wir gehören zu unseren Mitmenschen, die Luft gehört zu uns, genauso wie eine Ameise. Alles entsteht aus dem großen Ganzen und wird dann hier auf dieser materiellen Erde quasi geteilt, in die Einzelteile zerlegt, damit hier die Dualität und Polarität ihre Erfahrung machen kann. Ja, wenn wir das erkannt haben und immer noch so eine kleine Verbindung, ja, so wie das Tiefe im tiefen Ozean, der Stein, der von den oberen Wellen nichts mitbekommt, weil er ganz tief unten liegt, wenn diese Erkenntnis da bleibt, dann gehen wir viel leichter durchs Leben und viel auch empathischer anderen Menschen gegenüber. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, weil es reicht heutzutage ein kurzer Newsbeitrag und unsere Empathie geht einfach flöten, weil wir komplett auf den Zugang zu dieser Ganzheit verloren haben. Und den sollten wir wieder erlangen. Und da hilft uns das Verständnis, warum es denn kein Quatsch ist, diesen Zugang zu haben, ganz, ganz arg weiter. Weil wenn wir gleich Dinge als Quatsch und esoterisch und Bullshit abtun, dann öffnen wir uns erst gar nicht diesem Gedanken. Und dann haben wir überhaupt gar keine Chance, diesen Gedanken weiterzuentwickeln und da reinzufühlen. Und deswegen, ganz, ganz wichtig, und deswegen finde ich dieses mit dem Prisma auch eine sehr, sehr schöne Metapher dafür. Ja? Licht durch ein Prisma wird zerstreut und jedes Licht, jede Farbe kämpft dann gegen die andere Farbe, obwohl sie alle aus einem Licht entstehen. So, jetzt sind wir hier an einem schönen Ort in St. Margaret's Bay. Dieses Ding da hinten nennt man Needle. Und hier ist es sehr windig, hier weht es richtig durch.
Und es gibt ja so ein Sprichwort, der Wind, das himmlische Kind. Und der Wind hat was ganz Mystisches, weil er ist nicht greifbar. Ja, man spürt ihn, aber man kann ihn nicht anfassen. Und in unserer materiellen Welt, davon habe ich vorhin geredet, ich hoffe, man hört mich, wollen wir Dinge begreifen. Ja, deswegen kommt es auch aus der, wenn ein Kind Dinge lernt, dann begreift es oft mit den Händen. Fühlt also Dinge. Und den Wind, den kann man zwar spüren, aber noch nicht so richtig greifen. Also es ist so ein Zwischending zwischen diesem spirituellen, energetischen und zwischen dem, was wir anfassen können. Und genau deswegen ist der Wind so eine Art Brücke. Und wir können viel vom Wind lernen. Ja, er entsteht aus irgendeinem Druckunterschied. Wir spüren ihn, wir sehen ihn aber nicht und wir können ihn auch nicht, ja, fangen. Ja, er ist frei. Und genau das ist eine Metapher dafür, wie wir leben sollten. Wir sollten also quasi erkennen, dass da etwas ist, was wir nicht immer begreifen können. Ja, was wir nicht festhalten können, sondern der Sinn des Lebens, der Lauf des Lebens ist eine ganz eigene Dynamik und der dürfen wir auch vertrauen. Und alles, was wir anfassen können, das ist an der Oberfläche. Damit dürfen wir spielen, damit dürfen wir Erfahrungen sammeln. Damit dürfen wir auch Leid und Schmerz erfahren. Das gehört genauso dazu, aber immer mit der Anbindung daran, dass es etwas Mystisches gibt, was wir eben überhaupt nicht begreifen. Und der Wind ist so, ja, ein gutes Tor zu dieser Dimension. Genau, das ist mir gerade noch eingefallen, als ich hier jetzt an dieser windigen Stelle stehe und wunderschön hinter mir die weißen Klippen. Wenn man da hinten weiterläuft, kommt man nach Dover und die Richtung, da kommt man jetzt nach Deal. 2 Stunden bis hier, 2 Stunden rüber und dann hat man einen schönen Spaziergang gemacht. Und hier auf den Klippen, da ist, ich empfehle jedem mal einen Urlaub, nicht standardmäßig an Touristenstränden, sondern wirklich eher in der rauen Natur. Und dafür ist England besonders interessant und auch Schottland und Irland. Da war ich zwar noch nie, aber es ist ja so ähnlich wie hier, dieses raue, felsige, dieses, wo man die Natur noch wirklich mit Ecken und Kanten spürt, da kommt man durch das Laufen auch mit diesen Naturgewalten in Kontakt und kommt auch vielleicht ins Nachdenken. Ja? Motion creates emotion. Ja? Bewegung kreiert Emotionen und man kann reflektieren über sein Leben und über den Sinn des Lebens und über spirituelle Fragen nachdenken und hineinfühlen ist fast noch wichtiger. Deshalb eine Empfehlung von mir, mal Urlaub machen an, ja, wo man es nicht so auf den ersten Blick erwarten würde, dass man da jetzt hingeht, sondern einfach mal ein bisschen abseits der Pisten. Auch wenn hier einige Touristen sind, trotzdem ist es ja was ganz anderes, was man sich nicht sofort unter Urlaub vorstellt. Also wunderschön hier. Bis zum nächsten Video. Ciao. Thank you.